seid hier bei Base Life World. Wir spielen mal wieder Among the Sleep und ich bin euer Anubis und jetzt gibt's erstmal, bevor das Video so richtig losgeht, eine kleine Erklärung, warum bei den letzten zwei Gameplays kein Sound dabei war. Und zwar nachdem meine liebe Grafikkarte ein Update bekommen hat, war das Problem, dass auf einmal mein Shadowplay nicht mehr aufnehmen, also mit mein Mic gekoppelt war und eben halt deswegen keine Mikrofonaufnahme dabei war. Jetzt habe ich allerdings nach kurzer Weile das Problem behoben und jetzt kann es eigentlich auch weitergehen. Kurze Ansage zu dem, warum die beiden Titel und so, ihr konntet ja leider nicht hören, was ich währenddessen sagte, und außerdem, sonst versteht er die Titel ja irgendwie nicht. Beim zweiten Gameplay war es so, dass ich kurz nachdem wir ja in dem Sinne in dieser Paranormal Activity Situation waren und dieser ekelhafte, gruselige Teddy, der ja anscheinend doch unser Freund zu sein scheint, mit uns da aus dem Bett rausgeflogen ist, oder erst er verschwunden ist und dann das Bett sich total gut bewegte, wir ja nach kurzer Zeit im Wohnzimmer gelandet sind und dann eben halt in der Küche irgendwelche Geräusche herkamen und Sachen da umgefallen sind. Und ich fragte da, also mir kam es da so vor, als würde da Gollum rumgeistern. Wenn man die Szene ein bisschen anders sieht, dann würde man, also auf der Hobbit oder Herr der Ringe Art, dann könnte man da verstehen. Allerdings sind wir gegen Ende ja auf diesen wirklich Silent Hill mäßigen Spielplatz gelandet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, boah. Und ich frage mich eigentlich, warum ich mir das hier verdammt nochmal antue. Okay, bis jetzt ist nichts Großartiges passiert, aber irgendwie macht es einen doch ein bisschen Angst. Und daran seid eigentlich nur, nee, das kann ich nicht tun. Ich kann meine Zuschauer nicht dafür verantwortlich machen, sondern ich gebe den Teddy die Schuld. Dieser blöde, beschissene Teddy. Seitdem der da ist, haben wir nur Probleme an der Backe. Und deswegen geht es jetzt weiter. Wir machen ja gerade dieses Puzzle da zu Ende und mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Wir hatten den Teil. Maybe the next one is behind those roots. Wir hatten den Gang ja geschafft. Und jetzt kommt ja dieser Gang hier. Und ich will ehrlich gesagt nicht wissen, was uns da dort erwartet. Moment mal, nee. Oder doch? Nee, den Gang hatten wir doch. Zu können, so dass ich weiß auch, dass ihr mich hört, weil lief es mir beim letzten Mal eiskalt den Rücken runter. Und was ist das hier? Hier könnte mal wirklich eine Putze vorbeikommen. Das hier.
Wieso habe ich die angefasst? Ich habe wirklich noch Angst, dass rücken wir nicht auch die Nacke. Nehme ich mir nicht den. Ist ja Schwachsinn mit den Dings. Was bereitet das Spiel noch alles mir für grausame Albträume? Hallo? Was für ein komisches Ding war das? Okay, da kommen wir nicht hoch. Oh, toll, da stand das Ding doch gerade. Warum bin ich hier? Was habe ich euch nur getan? Ich weiß nicht, das glitzert irgendwie so komisch. Soll ich da runterspringen oder hier weitergehen? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt habe ich auch keine Lust, dem Ding da zu folgen. Aber ich speise mal in den sauren Apfel. Ah, das ist abgeschlossen. Lass mich raten, wir sollen jetzt in den gruseligen, dunklen Brunnen springen. Ach nein. Komm, pack schon. Versteckt für so ein... Ah, ein Puzzleteil und der Schlüssel. Toll. Ich bin auf beide scharf. Ach ja. Also, wenn man es so genau nimmt, bin ich gerade ein bisschen wie Thaddäus. Weil ich bin auch nicht scharf darauf herauszufinden, was das für ein Ding ist. Kein Fluchtweg. Das Ding stand gerade praktisch vor uns. Was ich mich allerdings frage, warum hat es uns bisher noch nichts getan? Ich meine, das müsste uns doch langsam bemerkt haben. Obwohl, ich bin auch froh darüber. Ich wette, irgendwann kommt das Ding einfach in den Bildschirm gejumpt und ruft mal Kuckuck oder so.
Beruf. Das Teil hat ein Ferienhaus, kann sich auch nicht jeder leisten. Ach nee. Beste für ein Kind. Nicht wissen, wann der kleine Junge hier demnächst zum Therapeuten muss. Eines ist mittlerweile sicher. Das Ding darf uns genauso wenig in die Hände kriegen wie der Slenderman. Oder wie ich lieber sag, Slender. So, wo geht's denn jetzt hier eigentlich weiter? Was bist du? Das ist doch nicht normal. Und wir haben verloren. Vom letzten Ladepunkt. Allerdings würde ich mal sagen, dass wir ab hier an Schluss machen. Und ich würde mal sagen, dann versuchen wir es beim nächsten Mal noch. Weil von den Schrank muss ich mich erstmal unter der Dusche erholen. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht zu abonnieren und haut rein.